Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt, wo wir uns erst einmal mit Sven über den Waldschrat unterhalten. Ich bin zurück in den Wald gegangen und habe mir die Spuren angesehen. Der Geist weiß, wie man Eindringlinge beeindruckt. Sagte ich doch, er liebt es zu töten. Ich bin mir fast sicher, dass wir es mit einem alten Waldschrat zu tun haben. Ein gewöhnliches Biest also, wusste ich's doch. Naja, nicht ganz gewöhnlich. Nicht ganz so gewöhnlich. Solche Monster sind eine große Bedrohung für das Dorf. Und für mich, falls ihr mich anheuern wollt. Oh, keine Sorge, wir haben das Gold. Es gibt nur ein kleines Problem. Der Waldschrat hat einen von euch markiert. Solange diese Person in der Nähe seines Gebietes lebt, kann man das Biest nicht gänzlich vernichten. Er wird früher oder später wiedergeboren werden. Es muss ein Ältester sein. Harald, da bin ich mir sicher. Worte reichen nicht aus. Ich muss die Markierung selbst finden. Die Menschen werden dir nicht glauben. Sie werden keinem Fremden glauben, der einen der ihren beschuldigt. Aber finde den Markierten. Dann erledige ich den Rest. Ich muss meine Sinne einsetzen und herausfinden, wen der Geist des Waldes markiert hat. Genau das müssen wir tun. Und ich finde das toll. Noch ein paar solche Hintergrundinformationen zu finden. Und hier sind Raben. Was guckst du denn so? Ja, das sind Raben. Siehst du die nicht? Wer wohnt hier? Ist hier jemand zu Hause? Ja. Hallo, Skelligerin. Und hier ist auch jemand. Waffenschmied. Sind die Raben über diesem Haus nur ein Zufall? Der Waldschrat hat das Mädchen gewählt. Verdammt. Oh, Freya. Das Mädchen? Deiner schützenden Umarmung. Was guckst du denn so? Naja, lass mich gucken. Okay. Nun gut, das heißt, Sven muss also ein Mädchen töten. Das ist nicht so schön. Sven? Du willst also herausfinden, wer sich mit dem Biest verbunden hat? Es war keine Absicht. Der Markierte hat keine Ahnung davon. Du kennst diese Ältesten nicht so gut wie ich. Jeder dieser Sonderlinge würde seine eigene Mutter verkaufen, um das Monster zufriedenzustellen. Kein Grund, drum herum zu reden. Du sagtest selbst, dass der Helfer des Biestes zuerst sterben muss. Ihr könntet den Markierten verbannen. Niemand muss sterben. Der Markierte muss das Dorf verlassen, das reicht aus. Wenn er nicht zurückkehrt, wird der Waldschrat nie mehr wiedergeboren. Habt ihr gehört, was der Hexer gesagt hat? Wir müssen die Ältesten verbannen, dann herrscht für immer Frieden. Nicht die Ältesten. Es ist keiner der Ältesten. Es ist keiner der Ältesten. Wer dann? Die Frau, mit der du geredet hast. Wir müssen sie verbannen, das hast du selbst gesagt. Aber sie ist eine von uns. Es ist zum Wohle des Dorfes, Sven. Verjagt sie. Sagt ihr, dass sie nicht zurückkehren darf. Niemals. Ich glaube, dass zwischen ihr und ihm noch ein bisschen mehr ist. Gehst du nicht mit ihr, Sven? Du gehst nicht mit ihr? Komisch. Ich dachte, du hättest was für sie übrig. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich musste tun, was ich tun musste. Jetzt bist du an der Reihe. In Ordnung. So. Hilda wird jetzt verbannt. Die Totems des Waldschrats soll ich zerstören. Okay. Oh, Freya, umfange jede Kreatur. Nun gut. Ich, die beste Klinge ist nicht wert, wenn ein schwacher Arm. Werde allerdings zuerst einen Kräuterhändler aufsuchen. Wir dienen ihr, der Jungfrau Mutter. Ja,
der Jungfrau, der Mutter und, und. So. Ranweig, da kann ich hin. Wo war denn eigentlich jetzt dieser Kräuterhändler? Der war hier. Der wird wahrscheinlich in Blandare wohnen. Zumindest ist das das nächste Dorf. Er hat allerdings nicht gesagt, wo er genau ist. Ich sehe mir auch gerade nochmal die Karte an. Kaer Morhen ist da oben. Alte Festung am Meer, richtig. Novigrad wählen. Vysimar. Vysimar ist in Temerien, oder? Ja, Vysimar ist Temerien. Weißgarten. Da könnten wir auch nochmal zurückkehren, wobei Weißgarten eigentlich ein Teil der Velen-Map ist. Hier unten, das müsste Zintra sein, irgendwo. Die Mündung der Yaruga. Das hier dürfte die Yaruga sein. Das ist der Pontar. Ja, ich muss trotzdem erstmal einen Kräuterhändler finden und ich werde erstmal nach Blandare reisen. Weil ich brauche fürs Reliktöl brauche ich Mistelzweige. Und anstatt die jetzt zu suchen, möchte ich die lieber kaufen. Nur müsste ich halt diesen blöden... Okay. Diesen blöden Schnellreisepunkt finden. Hier ist er. So. So, meine Damen und Herren, ich reise jetzt dorthin. Viele glauben an die Prophezeiung der Itline. Ja, die Prophezeiungen der Itline. Die übrigens auch prophezeit hat, dass ein Kind des älteren Blutes kommen wird und die Welt zerstören. So, jetzt muss ich nur noch meditieren. Und zwar bis um diese Uhrzeit. Meditation. Dann sollten alle Händler, falls sie hier sind, hier sein. Kerak, Seewald hat da Felle verkauft und meint, sie hätten keine vollständige Garnison. Was bist du denn? Heute könnte dein Glückstag sein. Hart verdientes Geld ausgeben, das ist eine Kunst für sich. Ja, das ist richtig. Was hast denn du eigentlich? Lass mich mal sehen. Du hast nicht das, was ich haben möchte, Freund. Auf Wiedersehen. Leb wohl. Bis dann. Okay. Hier ist offenbar kein Kräuterhändler. Ob der so stark ist wie er. Dann ist hier also nicht der Kräuterhändler. Da ist Verlund. Dann müssen wir nach Ranweig. Zur Palisade kann er ja nicht gegangen sein. Ins Druidenlager könnten wir auch gehen. Da hat bestimmt auch irgendjemand Kräuter für uns. Ich gehe jetzt mal ins Druidenlager. Ja, gibt es. Ich möchte mich nämlich gut vorbereiten auf diesen Kampf, weil ein alter Waldschrat und noch dazu ist es ja quasi eine Quest, die über unserem Level ist. Da natürlich, da ist ein Kräuterhändler dabei. So. Kann ich dich für etwas aus meinem Angebot interessieren? Wenn du Mistelzweige hast, dann ganz bestimmt. Vielleicht. Zeig mal, was du hast. So, das sind Mistelzweige. Da will ich eins, 5 will ich haben. Soweit ich mich erinnere. Okay. Was hast du hier? Erzgreifen absurd. Starke Schläge verbrauchen sämtliche vorhandene Ausdauer und verringern nach der Berechnung des normalen Schadens die Vitalität des getroffenen Gegners um 10%. Interessant. Zwergenschnaps, Mariborwald. Wow, was hat das jetzt gekostet überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Insektoidenöl? Ist egal. Gut, Alchemie. Alter Waldschrat absurd. Können wir dann auch machen. Aber Absurde interessieren mich jetzt gerade zumindest nicht. Alkoholbomben, Quests, Tränke, Öle. Bestienöl. Was bist denn du eigentlich?
Ja, kann ich auch mal herstellen. Insektoidenöl stelle ich auch mal her. Ich stelle einfach alles her, was wir machen können. So. Ja, verbessertes Reliktöl haben wir nicht. Aber jetzt haben wir wenigstens normales Reliktöl. Moment, ich schau mal ganz kurz bei den Bomben. Nein, ich kann... Verbesserter tanzender Stern. Dann haben wir jetzt einfach mal... eine verbesserte Bombe hergestellt. Verbesserter Drachentraum, da fehlt uns... Was fehlt uns da? Ein Mistelzweig. Dann können wir das nämlich... können wir das nämlich auch verbessern. Dann können wir den Drachentraum auswählen. Können ihn in entzündliches Gas einhüllen. Dann können wir das mit Igni oder mit dem tanzenden Stern anzünden. Natürlich wäre besser die Dimeritium-Bombe, weil er gegen die anfällig ist. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Das bedeutet, wir holen uns noch einmal einen Mistelzweig. Okay. Schauen mal, was hat er da? Erzgreifer absolut. Interessant. Das ist eigentlich auch alles, was er hat, nicht wahr? Jo. So, Alchemie. Dann gehen wir hier hin, dahin. Dann gehen wir... zu den Bomben, verbesserter Drachentraum. So. Jetzt können wir uns auch mal die Absude ansehen. Gabelschwanz-Absud. Das müssen wir höchstwahrscheinlich vor dem Kampf trinken. Bonuskraft des nächsten Angriffs, das ist ein Combo-Verstärker, Gorgo-Absud ist... Alle alchemistischen Erzeugnisse können ein zusätzliches Mal verwendet werden. Das bedeutet, wir gewinnen dadurch Bomben und Tränke. Was auch geil ist. So, Mittagserscheinungsabsud, Niederschlag, Hypnose, Betäubung und Blindheit, okay. Wasserweib-Absud... Dann Werwolf-Absud, Rennen, Sprinten, Springen außerhalb von Kämpfen verbraucht keine Ausdauer. Jeder eigene Treffer erhöht die Angriffskraft, bis der Kampf beendet ist oder Schaden erlitten wird. Vergiftungsschaden durch Tränke ausgenommen. Okay. Finde ich jetzt auch nicht so toll, ehrlich gesagt. Okay, das heißt, die Absude, die wir haben... Mutagen vom alten Waldschrat. Jedes gewirkte Zeichen, das können wir danach machen. Ekema. Aha. Naja, auch egal. Wir haben, was wir brauchen. So, bis dann. Wiedersehen. Jemand muss sie vom Festland mitgebracht haben und sie ist entwischt. Ein Augenblick der Unaufmerksamkeit. Die Tragödie nimmt so, wenn du sie wanderer. Weißt du, was da die Antwort auf alle Krankheiten ist? So, okay, die lassen wir jetzt einfach mal beraten, was sie beraten wollen. Da pinkelt einer gegen den Baum, das ist auch schön. Und wir reisen schnell zurück nach... Wo waren wir? Fairlund. Nein. Hallo. Fairlund. Falschen Knopf gedrückt. Verdammt. So. So. Gut. Die Menschen, also die Frauen heulen. Die Männer trauen sich nicht in den Wald. Ich denke, wir sollten ihn tatsächlich töten. Wir sollten ihn tatsächlich töten. Pass bloß auf, Fremde. Ja, ich pass ja auf. Tanzender Stern. Und Kartätsche. Dann werde ich ganz kurz die Kartätsche austauschen.
Kartätsche. Und werde stattdessen Nützliches... wo ist er denn? Drachentraum. So, dann haben wir nämlich das. Was wir noch haben, ist... Bestienöl... Reliktöl. Das werden wir noch anwenden auf unser Schwert. Ob ich den Drachentraum verwenden werde, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall begeben wir uns jetzt in den Wald. Das Revier des Waldschrats. Ich muss erst alle Totems zerstören, bevor ich das Biest finden kann. Richtig. Darum begeben wir uns jetzt auch dorthin. Und hier eine ungewöhnliche Ansammlung von Raben. Ah. Wo bist du? War's das? Okay, wenn's das war. Stecken wir das Silberschwert wieder weg. Wow. Und die Musik ist auch einfach der Hammer. So. Na dann komm mal her, du. Na? Was ist? Weg mit dir. Hund. So, dann haben wir das. Dann haben wir noch ein Totem und das befindet sich dort vorne. Na, komm mal her. So. Nun gut. Finde den Waldschrat, indem du mit Hilfe deiner Hexersinne den Geräuschen folgst. Wir haben nun schon eine Frau verbannt. Wir können uns jetzt nicht einfach umentscheiden. Könnten wir schon, aber ich möchte es nicht. Jo, der ist fett. Level 20er Wölfe, yay! Geist des Waldes. Na, wo bist du? Na? Na? Wolltest du mich etwa erledigen, hä? So. Hahaha, Geist des Waldes. Nein! Wow, Alter, war das knapp. Na, komm her, ha? Er hat wieder seine Diener gerufen. Level 22er Wölfe. Wir nehmen eine Schwalbe. Na,
Nein. Na, brenne! Geist des Waldes, stirb! Stirb einen grauenhaften Tod. So. Der Waldschrat ist gestorben. Durchdrungene Scherbe, gehärtetes Holz, Waldschratharz, Mutagen vom alten Waldschrat, gehärtetes Leder, Holz und Waldschrat-Trophäe. Wir nehmen das alles. So. Der Waldschrat-Leichnam liegt hier nicht rum. Der ist ja auch despawned, weil er blöd gelegen ist. Schade eigentlich, weil den Waldschrat-Leichnam, den hätte ich tatsächlich gerne gesehen. Weil viel Zeit zum Ansehen ist ja nicht geblieben, ehrlich gesagt. Da vorne, was ist da vorne? Ah, das sind die weißen Wölfe, die wir gerade noch erledigt hatten. Kann ich aber irgendwie nichts aufnehmen. Bei dem einen. Bei dem auch nicht. Nun gut. Wieso stürmt es jetzt hier so? Alter, diese Muster von den... Wow. Von den Wurzeln. Und ich hoffe ja persönlich, dass... dass Harald sich geirrt hat und dass jetzt nicht großes Leid über das Dorf kommt. Aber wir sind Hexer und Geralt ist nicht gerade dafür bekannt, sich Ammenmärchen von alten Leuten hinzugeben. So, noch eine Schwalbe. Weil, naja. Das weiß ich aus den Büchern. Auch wenn jemand Skrupel hatte, etwas zu töten, was zur Hölle. Was zur Hölle? Hey, seht euch das an! Ich sagte euch doch, dass es der Hexer schaffen würde. Was ist passiert? Du hast für uns das Biest erledigt. Wir selbst haben dessen Komplizen erledigt. Keine Sorge, unsere Vereinbarung gilt. Du hast dir dein Gold verdient. Du bist ein Mörder. Es hat sich nichts geändert. Der Waldschrat ist weg, aber im Dorf haust noch immer ein Mörder. Deine Arbeit hier ist erledigt, Hexer. Du hast deinen Teil getan und ich meinen. Alle haben den Mord gesehen. Und damit willst du im Dorf durchkommen? Die Menschen werden sich beruhigen. Sie werden verstehen, dass die Schuldigen bestraft werden müssen. Hört ihr's? Mein Dorf wird nicht von Angst beherrscht. Es gibt keine Morde mehr. Geht nach Hause. Und was dich betrifft, Hexer, verschwinde. Hier gibt es keine Monster mehr. Ob der so stark ist, wie er aussieht. Ich hab dich im Blick. Nun. Ja. Ich weiß ja nicht so recht, ob sich die Menschen an ihn gewöhnen werden. Hallo, Waffenschmied. Ich hab alles, von der Klinge bis zum Fassreifen. Aber Klingen dürften dich wohl eher interessieren. Auf jeden Fall, zeig mir mal, was du hast. Dann zeig mal, was du hast. 340 Gold hat er, wow. Torherne, Gwennel, das kennen wir ja schon. Antagonist. Was? Eirlitrat. Meisterlich gefertigtes Silberschwert. Wow. Alter, was der hat. Wow. Also der hat für einen normalen Schmieden hat der ziemlich viele, naja, Silberschwerter. Ich verkaufe mal einfach den Plunder. Wie kann ich, da hat's ja, da. Verkaufen. Der Händler hat nicht so viel Geld. 34, der hat 99.
Moment, was habe ich ihm jetzt verkauft? Meister Rüstungsreparaturset, das wollte ich gar nicht verkaufen. Was bist du? Elfenwetzstein? Zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet. Okay. So. Diebel. Relikt. Aha. Interessant. Assassinenstiefel. Weg mit euch. Neblingstrophäe. Das Hemd weg. Quicksword. Gut. Gut so. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Haben wir auch also, und alles, was wir nicht brauchen, haben wir nicht mehr. Sehr gut. Leb wohl. Bis dann. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Okay. Und es ist weder ein tollwütiger Hund, noch eine wild gewordene Elfkugel. Wirst du nicht sehen. Sag's dem Jan, der ist zuständig. Ich bin ein einfacher Mann. Ich will keinen Ärger. Ja, und weil du keinen Ärger willst, hast du einfach so auf am helllichten Tage auf öffentlichem Grunde einen Menschen getötet. Das glaube ich dir sofort, natürlich. Hallo Kaufmann. Hat jemand meine Plötze gesehen? Da ist sie. Eine Waldschrat-Trophäe. Wow. Die sieht auch genial aus. So. Wir schauen mal ganz kurz in den Questlog. Die Familienklinge. Such beim Obelisken nach einem Diebeslager. Die Skelliger schätzen drei Dinge über alles. Ehre, das Andenken ihrer Vorfahren und gute Waffen. Deshalb wurde Krach an Kret äußerst zornig, als er herausfand, dass seine Familienklinge Kuliu aus der Schatzkammer von Kertrolde gestohlen worden war. Der wütende Jarl versprach demjenigen eine großzügige Belohnung, der das verlorene Schwert finden und den Dieb bestrafen würde. Könnten wir machen? Werden wir auch machen, glaube ich. So. Weltkarte. Wo genau müssen wir hin? Wir müssen dorthin. Das heißt, wir können nach Ranwijk reisen, können uns dort das Anschlagbrett ansehen. Das werden wir machen. Heya! So. Aber vorerst müssen wir erstmal hier zum Schnellreisepunkt, der sich da befindet. Und alter Schwede, Moment, ich muss mal ganz kurz... Hier sind viele, viele Ziegen. Ich muss mal ganz kurz hier an den Rand gehen. So. Langsam. Wow. Es ist zwar neblig und man sieht kaum was, aber wow. Wow. Alter Schwede. Okay. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie gesagt, ich hab's in der vorletzten Folge schon gesagt. Ich würde so eine Landschaft jederzeit jedem tropischen Land der Welt vorziehen. Jederzeit, ohne zu überlegen. Wow. Ein Bote. Hallo, Bote. Ein Hexer, wie? Ja, ich bin ein Hexer. So, was haben wir denn da? Da vorne ist ein Alchemist. Ein Hexer. Hallo. Sei gegrüßt. Hast du Kräuter im Angebot? Darf ich einen Blick auf deine Kräuter werfen? Hast du vielleicht auch Rezepte? Gruftweib Absud? Verbesserte Katze? Zwergenschnaps? Verbessertes Drakonidenöl? Wir nehmen das jetzt einfach mal mit. Keine Ahnung, wozu es gut ist, aber wir haben es dann auf jeden Fall. Außerdem muss ich das Geld auch langsam mal loswerden. So. Das hier ist alles. Das verkaufen wir. So, alter Schwede, was wir... Andere Gegenstände, was wir Klumpatsch haben. Die Meritium-Fesseln.
Könnten wir theoretisch Fesselspielchen mit Yennefer machen, machen wir aber nicht. Militele-Figur. Interessant. Gut, wir müssen auf jeden Fall Zeugs verkaufen. Bald mal. Das wäre nicht schlecht. Hier haben wir 30 Geisteressenz. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Bücher, die wir doppelt haben oder 7-mal zum Beispiel können wir... Alter. Ich habe einiges zu lesen. Im 100er Special. Und ja, es steht schon fest. Im 100er Special werde ich so gut wie alles, was wir haben, vorlesen. Alter, das wird... Boah, das wird einfach ein 7-Stunden-Special werden, höchstwahrscheinlich, Alter. Nun gut, leb wohl. Bis dann. Leb wohl. So. Oh, was lassen die sich als nächstes einfallen? Das Gerede über den neuen Angret. Hier, Oten. Hallo, Oten. Worum geht's? Du siehst aus wie ein Kämpfer, der weit rumgekommen ist. Ich brauche deine Hilfe. Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Er ist vor 2 Wochen aufgebrochen und nicht zurückgekommen. Würdest du nach ihm suchen? Reden wir mal über meine Belohnung. Reden wir erst über meine Belohnung. 273 würde er uns geben. Machen wir 295 draus. So viel? Ich werde mir was leihen müssen, aber bitte, an meinem Jungen werde ich nicht sparen. Oh, jetzt tut er mir leid, na toll. Wo soll ich denn nach deinem Sohn suchen? Wo soll ich denn nach deinem Sohn suchen? Östlich von hier, in den Ruinen der Festung. Er ist mit einigen Halunken von Faria aufgebrochen. Hatte sie in der Taverne kennengelernt. Sie haben ihm Flausen von einem Schatz in den Kopf gesetzt. Ich hab gesagt, Sohn, die Faröer sind Lügner. Du solltest dich nicht mit ihnen verbrüdern. Aber er wusste es besser. Wie erkenne ich ihn? Ich weiß bisher nur, dass er nicht auf seinen Vater hört. Ziemlich typisch für das Alter. Er heißt Olve. Fröhlicher Kerl, lispelt ein wenig. Sein Aussehen ist nicht besonders. Aber das letzte Mal, als ich ihn sah, hatte er eine gelbe Tunika an. Die schönste im Dorf. Er hat sie von mir zum Geburtstag bekommen. Das dürfte reichen. Ich sehe mich um, aber versprechen kann ich nichts. Nun gut. Der vermisste Sohn. Verdammt, jetzt tut mir der Alte leid. So, und jetzt sind wir übrigens da. Da oben sind wir vorher gerade gestanden und haben hier herunter gesehen. Und da vorne, das würde mich ja auch interessieren, was das genau ist. Ich sehe jetzt gerade, da brennt ein Feuer. Das dürfte also so ähnlich wie ein Leuchtturm sein. Um den Boten heimzuleuchten. Ich gehe da jetzt mal rüber und schau mir das mal an. Hallo! Alter Mann, alte Frau. Gesundheit, alter Mann. Das ist offenbar ein Leuchtturm, ja? Wow! So. Okay. Riesengroßes Haus, mini kleiner Innenraum und nicht mal eine Treppe, dass man hochkommt. So, die alte Frau wird bald sterben, die hat nämlich einen Schnupfen. Ja gut, hier draußen zieht's ja auch wie Hechtsuppe. Hornblatt nehmen wir natürlich auch mit. So, und wir rufen jetzt unsere Freundin Plötze. Hallo Plötze! Kommt ihr einfach mal die Felswand runter? Nein, hallo. Ich möchte nicht mit... Ich will nicht mit euch reden, ich will auf Plötze aufsteigen. Ja, ist auch egal, dann steige ich nicht auf Plötze auf. So, komm mal her, Plötze. Jetzt können wir nämlich aufsitzen und wir reiten. Was kann eigentlich so dieses Waldschrat-Ding? Hier. Schnalle Trophäen, Bonuserfahrung bei Monstern. Da ist mir das Geld dann. Ich weiß nicht, ist mir das Geld wichtiger? Oder die Bonuserfahrung? Fragen über Fragen.
So, wir gehen auf jeden Fall jetzt, wir suchen beim Obelisken nach einem Diebeslager. Und schauen mal, ob uns in diesem Diebeslager nicht möglicherweise eine alte Klinge von Kreitz anlächelt. Alter Schwede. Jetzt ist es ziemlich schnell dunkel geworden. Der Übergang war ein wenig kacke jetzt, aber... nichtsdestotrotz ist es wunderschön hier. Seid ihr ein Diebeslager? Nein, seid ihr nicht. Ihr seid die Siedlung, die ich befreit habe. War es schwierig, dieses Gesocks zu töten? Naja, es ging so. Hab schon schwierigere Kämpfe bestritten, aber ich habe auf jeden Fall auch einiges eingesteckt. Ja, ja. So. Dann begeben wir uns zu dem Obelisken. Und während wir reiten, können wir uns ja auch schon mal Gedanken machen. Ah nein, ich muss ohnehin dem Weg folgen, weil so wird Plötze da nicht hochkommen. Aber ich vielleicht. Nein, nicht mal ich. Also ich schon gar nicht, aber der Hexer auch nicht. Aber ich muss den Weg verlassen. Nun gut, dann werden wir uns zu Fuß dort hinauf begeben. Die Waffen haben wir geschärft. So. Mondlicht. Hier ist auf jeden Fall ein Obelisk mit... aha. Ich weiß nicht, was du hier gesucht hast, Wanderer. Aber gefunden hast du den Mach Tod. Mach den fertig! Naja. Fick dich! Das weiß ich nicht, ob ich das machen werde. Komm schon, komm näher. Okay, die sind auf jeden Fall extrem gute Kämpfer. Deine Mutter hat dich rausgeschickt. Ich erzähl dir was gleich über deine Mutter. Gleich was, nicht was gleich, sondern... ja, ihr wisst, was ich meine. Okay, den darf ich auch nicht allzu oft angreifen. Hast du etwas Schiss? Nein. Aber ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Anscheinend mit einem extrem guten Kämpfer. Ja, natürlich, triff mich doch, während ich ausweiche. So, nein, er ist tot. Ich lebe noch. Ich kann sogar nebenbei ein bisschen Milch trinken. So. Und du bist jetzt ebenfalls tot. Durchsuche das Diebeslager nach dem Schwert Kyulu. Machen wir natürlich. Selbstredend machen wir das. Lies das Tagebuch über mehr, um mehr über das Schwert Kyulu zu erfahren. So. Hat gerade mein Telefon vibriert. Mein Handyfoniergerät. So. Ich könnte ja das hier trotzdem durchsuchen, nicht wahr? Fünfte Essenz. Stammelforts Staub. So. Sonst haben wir nichts mehr. Nein, da hinten ist nur noch ein Pflänzchen. Und da hinten geht der riesengroße Mond unter. Und eine sehr große YouTube-Persönlichkeit würde jetzt einzig und allein noch fragen, wo ist Batman? So, wir lesen aber jetzt erst einmal im Tagebuch
das sich bei den Büchern befindet, hoffe ich. Irgendwas Neues hier? Nö. Hier? Anderes? Questgegenstände? Verhörprotokoll? Geheimnisvolle Notizen? Geleitbrief? Was ist das da? Hammerwettfestung Ignatius Verrier. Gerichtsdiener Kolgrim. Aha. Okay. Auch interessant. Geleitbrief des ewigen Feuers. Silberzylinder. Nützliches. Ich sehe hier jetzt. Nicht dieses Buch, das ich lesen soll. Ehrlich gesagt. Tristiana und Isador. Diebestagebuch, hier ist es. Okay. Nein, wisst ihr was? Bevor ich das jetzt lese, sehen wir uns erstmal den Endscreen an. Hallöchen, herzlich willkommen auf dem Endscreen. Ja, was haben wir heute alles gemacht? Wir haben heute, als anfänglich haben wir mit Sven gesprochen. Danach haben wir uns noch ein wenig vorbereitet auf den Kampf mit dem alten Waldschrat. Haben dann nach und nach seine Totems ausgeschaltet, die dann höchstwahrscheinlich nochmal zu seiner Macht beigetragen haben. Ich kann es wirklich nicht sagen, was jetzt genau die Funktion, der Sinn und die Funktion eines Totems, eines Waldschrat-Totems sind. Vielleicht zieht er Stärke daraus, ich weiß es nicht. Die markierte Person haben wir auf jeden Fall aus dem Dorf fortgejagt. Was bedeutet, dass er auch nicht wieder auferstehen kann. Danach haben wir, also ich erzähle das ja gerade in einer wirren Reihenfolge, also wenn ich das irgendjemandem erzähle, der sich nicht auskennt, dann kennt er sich nachher auch noch nicht aus. Also, toll. Ich bin, im Kopf bin ich ganz da, ja. Ja, okay, wir haben dann auf jeden Fall den Waldschrat getötet, sind zurückgekommen ins Dorf, ins Schwert sind wir zurückgekommen, natürlich, sind zurückgekommen ins Dorf, wo Sven allerdings trotzdem Haralds den Ältesten hingerichtet hat. Dann haben wir ihm gesagt, was er nicht für ein Scheißkerl ist und sind danach abgeritten. Und jetzt sind wir gerade im Begriff, das Schwert von Krachan Kretz Familie zu finden, das ihm gestohlen wurde. Was ja auch relativ schön sein kann, wenn man das denn so bezeichnen will. Okay, auf jeden Fall, ich hoffe, dass wir das nächste Woche finden. Nächste Woche, natürlich. Jetzt ist eine Woche Pause übrigens. Nein, dass wir das morgen finden in der nächsten Folge. Und ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Tag, bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.